Moment mal, ich habe gelesen, das wäre zerschlagen. Boah. Au. Ja, okay, okay. Bitte tun Sie meinem Kind nichts. Versprochen. Das hat uns beide noch gefehlt. Wir sind auf Ihrer Seite, Ma'am. Bleiben Sie unten. Wir beschützen Sie. Verteidig die Front des Hauses. Au, von wo kam das? Ja. Bestimmt heißt der George. George Boone. Hey. Ja. Den kennen wir doch irgendwo her. So, ich gehe jetzt nicht nochmal dahin. Ach, da kam der her. Der hat mir bestimmt gerade hier. Das hast du jetzt davon. Wo denn? Wow. Das Haus ist voll unsicher. Oh, Connor, bleibt mal cool, oder? Ich habe keine Granaten mehr, aber ich habe noch C4. Yo. Na los. Verwundet, was soll ich machen? Du musst draufdrücken. Hier. Wir brauchen den Goliath. Wo ist er? Papa. Wie schnell die MG sich da aber auch mit drin, ne? Goliath ist draußen. Die Zielvorrichtung ist in meiner Tasche. Da drüben. Ah. Er verblutet mir! Hör zu, das ist eine halbautomatische Kampfdrohne. Steuerung und MG haben eine KI, aber die Raketen steuerst du. Ziel einfach und drück ab! Verstehe. Er ist tot. Was geht denn jetzt ab? Hopper, gehen wir. Hä? Wieso gehen wir? Was ist denn jetzt passiert? Da bin ich Bug, hä? Naja. Schießt die Fahrzeuge, hat er, glaube ich, gesagt. Schön ebenes Gelände. Hier könnte man eine Siedlung bauen. Nur mal so. Da habe ich jetzt auch keine Waffe mehr. Waffe abfeuern. Ja. Der Goliath ist also ein Teleporter. Schieß auf die Humvees, mache ich. Ich habe nicht mal was gedrückt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich glaube, ich muss mich umbringen lassen oder so. Hoffentlich komme ich da jetzt auch irgendwie hin. Man hört Helikopter, man hört Gespräch, ja, aber... Ups, das wollte ich nicht. Ja, aber da stand doch eben F. Ah, danke schön. So. Jetzt funktioniert's hoffentlich. Das wäre ja auch... Also, was sind da los, Mensch? Aha. Schieß die Fahrzeuge ab! Schieß auf die Autos! Papa, gehen wir! Boah. Goliath folgen!
essen, wenn ihr mir mal ein bisschen Deckung hier gebt. Zielgerät einsetzen. So, ich glaube nicht, dass ich das hier einvisieren sollte. Oh, ist ja voll die OP-Waffe, Mann. Oh, nix zurückziehen. Oh, okay, ich hab schon verstanden, ich laufe. Oder auch nicht. Oh, Mann. Das ist ein mieser Bug gerade, oder? Gestern Nachmittag überfielen KVA-Soldaten die Stadt Montrose in Colorado. Ihr Ziel war, laut Angaben des Feindes, zivile Ziele von hohem Wert zu neutralisieren. Aber dies war keine angemessene Antwort auf amerikanische Aufstände. Dies war unschuldiges Blut, das die Hauptstraße entlang floss. Ja, so sah es auch aus. Familien abgeschossen wie Tiere. Eine der Widerstandszellen von Montrose ist Berichten zufolge nach einer brutalen Schießerei in der Nachbarschaft entkommen. Wir können nur hoffen, dass sich diese Freiheitskämpfer retten konnten und nun irgendwo in einer sicheren Zone in den verlassenen Vororten sind. Wie auch immer ihr Schicksal ist, wir werden weiterkämpfen. Jawohl. Glauben Sie nicht den Lügen der von den Koreanern kontrollierten Medien. Wir sind der Sender der Wahrheit, die Stimme der Freiheit. Ja. Guten Morgen, Montrose. Sie hören KVAR 883 FM. Unsere Top-Meldung: Bei dem Amoklauf einer örtlichen Rebellengruppe wurden gestern 24 amerikanische Zivilisten getötet. Die koreanische Volksarmee fahndet nach... Verdammte Propaganda. Gut, du bist wach. Ist er der Boon. Du hast mehr Bestrafung eingesteckt, als man aushalten kann. Komm raus, wenn du bereit bist. Ich zeig dir alles. Gut. Komm ich hier raus? So, super. Folgen Sie Boon. Das mache ich doch sofort. Ist wach. Wir rücken in der nächsten Patrouillenlücke aus. Mach mal. Ich will auch so ein Dings. Ich will auch hören, was sie da sagen. Komm schon. Ja, ich bin dabei. Willkommen im neuen Zuhause. Unser kleines Stück Amerika. Cool. Wir alle kamen her, um diesen Ort zu erschaffen und einen Gemeinschaftssinn zu erfahren. Stehe. Nicht die Zukunft, die wir wollten. Aber wenigstens sind wir frei. Von außen ist es ein weiterer verlassener Vorort. Aber drin ist es ein sicherer Hafen. Verstehe. Noch zumindest. Zäune, Baumdeckung und dieses Tarnnetz verbergen uns vor der KVA. Trotzdem, wir müssen aufpassen. Vor allem jetzt. Verstanden. Hol Rihanna ans Funkgerät, sie ist auf dem Spielplatz. Mhm. Sprich mit Connor wegen Munition. Alles, was wir essen, pflanzen wir an. Da drüben wird Wasser gesammelt. Und Sonnenkollektoren und Windräder bringen gerade genug Energie. Alles schön und gut. Was macht der Mann da? Ich will auch einen Computer haben. Hallo. Mir nach. Hallo. Er hat also nichts zu sagen. Noch nicht. Hey, Sally. Grüß dich. Ein bisschen jung für Widerstandskämpfer, oder? Von den Toten, hä? Freilich. Das heißt, wir können los, stimmt's? Ich bin es leid, hier rumzusitzen. Wir haben nur wenig Zeit, um uns die Peilsender zu schnappen und sollten keine Zeit verschwenden. Das bestimme ich. Wenn wir alles richtig machen, stirbt niemand mehr. Hopper ist in einer Minute bereit. Wir treffen dich am Tunnel. Diese Bastarde bekommen, was sie verdienen. Ein bisschen brutal, der Connor, war. Bei einem Kampf gut gebrauchen. Sieh dich um. Ich treff dich dann draußen. Alles klar. Hallo, ich bin der Neue. Ich weiß zu schätzen, was du für uns getan hast. Oh, na gut, okay. Überläuferin bestimmt. Hallo, Sally. Lass die zwei. Sie probieren es immer wieder. Okay. Viel zu sagen haben sie ja noch nicht. Was ist denn hier los?
Ja, ja. Ach du Scheiße. Was da wohl passiert ist? Ich stelle keine Mutmaßungen an. Atombombe. Hey, ich wollte da vielleicht noch was gucken. Wir können nur Zwischenpatrouillen mit Koreaner los. Also, haben wir Zeit. Stell dich den Leuten vor. Ich treffe dich auf der anderen Seite des Hofs. Allen, oder was? Okay. Servus, ich bin der Neue. Mit diesem Empfänger sollten wir den koreanischen Funk abhören können. Keine Ahnung, wie gut es funktioniert, aber irgendeine Warnung ist besser als keine, was? Ich finde gut, dass du so deutlich gesprochen hast. Aber was ich nicht so gut fand, war, dass ich dich kaum gehört habe. Kleiner Witz am Rande. Er war sehr leise, aber ich habe ihn verstanden. Ja, wo ist bin der Neue? Der Pilot, über den alle reden. Abgehört, weil es viel riskiert. Ich hatte keine Wahl. So. Oh, habe ich mich schon allen vorgestellt? Was mit den Leuten da hinten? Hey, Boone, hier ist Hopper. Die Patrouillen sind weg. Wir treffen uns am Tunnelausgang. Verstanden. Unterwegs. Kommen Sie, Jacobs. Wurde auch Zeit. Hör zu, wir brauchen deine Hilfe. Uns fehlen Leute, die Mission heute Nacht ist entscheidend. Okay. Die Ausrüstung, auf die wir aus sind, macht uns den Rest leichter. Verstanden. Wir werden in Unterzahl sein, also schnapp dir eine Waffe und so viel Munition, wie du tragen kannst. Kann ich nur die eine da haben? Ich will was anderes haben. Die Auswahl ist hier nicht, dann nehme ich halt das. Ah ja. Hat schon gedacht. Ich musste noch warten, bis Boone da unten war. Der Widerstand hat diese Tunnel zu Beginn der Besatzung gegraben. Zum Montrose gibt es fast 3 Meilen an Durchgängen. Wir haben sie überall gegraben, außer natürlich unter der Mauer, die uns einsperrt. Das Scheißteil geht runter bis aufs Grundgestein. Wenn wir dieses Land befreien, nehmen wir die Mauern auseinander. Scheiß drauf, ich werde sie in die Luft jagen, wenn sie die Stadt verlassen. So. Oh, wie schnell es auf einmal Nacht ist. Hey Jacobs, das war gute Arbeit. Ja, danke. Für die Hilfe mit Goliath. Kein Problem. Bleib an der Zielvorrichtung. Anscheinend hast du den Bogen raus. Nein, das ist nicht ganz so schwer. Boah, was ist das denn? Aber da ist ein Wachturm zwischen uns und dem Spielplatz. Wieso haben wir den nicht ausgeschaltet? Beim letzten Mal war er noch nicht da. Wir können vermutlich einen Weg herumfinden. Nein, wir dürfen sie nicht am Leben lassen. Boah, jetzt wird er aber auch brutal. Einmal. Vorsicht! Diese Wachtürme haben eine 20mm Automatikkanone mit KU-Bandradar. Die Feuerleitsysteme sind... Jacobs, Granate an die Rückseite des Dings. Wir müssen weiter die Straße rauf. Wir warten, bis der Scheinwerfer vorbei ist und rücken dann vor. Wer vom Scheinwerfer erfasst wird, geht in Deckung und wartet. Die Dinger sind schlau, aber nicht so schlau. Okay. Ich zuerst. Er wird gerade noch beschossen und sagt dann zu mir. Ja, freilich. Au. Ich rücke vor. Zu mir. Jacobs, den musst du erledigen. Ich werde zu alt für diese Scheiße. Na, klar. Dass er jetzt so einen Spruch bringen musste, war ja irgendwie, also, nee. Weiter, ich geb dir Deckung. Glück sind die nicht zielsicher. Vorrücken und ausschalten. Augen zu und durch. Ja, ja, klar. Aber es soll ja keiner mehr sterben, nicht? Wirf eine Granate dahinter. Okay. Oh, die war nicht gut. Zielt auf den Gastank an der Rückseite des Turms. Jetzt haben wir doch.
Gute Arbeit. Ah, heftiges Teil, hm? Wir haben gerade einen Wachturm weniger als 100 Yards vom Tunnelausgang zerstört. Bleib, wo du bist. Das werde ich. Bis bald. Nicht sehr effizient, aber heftiges Teil. Seid leise. Okay, okay. Da vorne. Ich dachte, die Patrouillen wären weg. Das waren sie auch. Die nächste kommt erst in 6 Stunden. Geh mit! Ich rücke vor! Wir hätten uns so oder so entdeckt. So. Weg mit dir, du Made. Ja, du auch und dich auch noch, so. Nimm das, du Mistkerl. Genau. Lade nach, gib mir Deckungsfeuer. Wenn er nicht rauskommen will, dann muss er eben das da essen. So. Wow, wo kommt der denn her? Das war der letzte. Sie müssen die Patrouillen losgeschickt haben, als der Wachturm ausgefallen ist. Früher habe ich in der Nachbarschaft patrouilliert. Na, es war noch Zeiten, nicht? Hier lang. Das ist die Landezone? Gunnison hat den Ort gewählt. Brooks hat einen seltsamen Humor. Warning, Restricted Area. Und ihr habt Angst, dass die KVA diesen Ort findet? Sicher, aber wir bringen den Kampf zu ihm. Wenn der Überfall heute Nacht gut läuft, werden diese Bastarde eine ganze Weile beschäftigt sein. Okay. Auf einmal geben die Gas, ne? Rihanna ist da drin. Wir sind's. Nicht schießen. Boone, alles okay? Mir geht's gut. Hey Boone, was ich schon immer fragen wollte. Wie ist dein Vorname? Aber die haben Mist gebaut. Das sind die Falschen. Nein, haben sie nicht. Das ist weißer Phosphor. Ich habe den Deal verbessert. Was? Du wusstest davon? Was soll der rührselige Scheiß? Leute. Wir sind im... Oh mein Gott. Der Wachturm hat mich erwischt. Das ist eine Menge Blut. Aber lang gedauert. Wir müssen... Oh, ganz ruhig. Wir kommen schon klar. Tod nützt uns nichts. Er hat recht. Spart eure Energie für den Trip nach San Fran. San Fran. Nimm das. Mein Abzeichen. Finde Arnie, er wird sich um dich kümmern. Arnie, klar, Mann. Dann treffe ich euch an der Überführung. Hoffentlich King Arnie. Leute, passt auf euch auf. So wie du. Wir werden da sein. Lasst euch nicht unterkriegen. Genau, mit King Arnie haben die keine Chance mehr.